Du, mir kündet es, genau. Also nochmal deine Frage, dass das mit drauf ist. Habe ich Entscheidungsfreiheit, hast du gefragt. An was denkst du bei dem Wort ich? An mich, der Denker. Der Denker selber ist auch was Ausgedachtes. Ja. Der Denker, den du dir jetzt ausdenkst, der denkt sich in Dom. Und den Denker, den nennst du jetzt ich und den Dom nennst du auch ich. Jetzt hast du das blaue Ich, ist der Denker, den du dir ausdenkst, das Programm. Und das Programm macht ein Bild, das ist der Dom. Und weder das Programm noch der Dom, der ausgedachte Dom, der eine Facette aus dem Programm ist, weil der Denker denkt sich auch andere Sachen, haben keine Entscheidungsfreiheit. Der, der das beobachtet, der muss sich nicht entscheiden, weil der schaut einfach, was in ihm auftaucht. Der das beobachtet, der muss sich nicht entscheiden, weil der schaut nur, was in ihm auftaucht. Und was in ihm auftaucht, entscheiden hast du es Aufhebung einer Scheidung. Er ist nämlich die Nulllinie. Der, der es beobachtet, ist die Nulllinie. Schau mal auf das Bild. Sobald sich etwas scheidet, passiert es. Was sich das scheidet oder wie sich das scheidet, so was auftaucht, bestimmtes Programm, das ist das blaue Ich. Das, was auftaucht als Ding an sich, das ist das kleine blaue Ich, beziehungsweise alles andere. Alle Gegenstände, alle Gefühle, das ist das, was auftaucht. Eins dieser Gefühle, eins dieser Informationen nennst du ich, deinen Körper. Das entspringt aber alles aus einem Programm. Da gibt es keine Entscheidungsfreiheit. Das ist ein statisch gekoppeltes System. Ich könnte sagen, alles, was prinzipiell auftauchen kann auf dem Bildschirm, ist vorher schon auf dem Programm drauf in einer Einheit. Das Programm selber kann nicht auftauchen. Jetzt natürlich taucht es auf als das Wort Programm, aber das Wort Programm ist ja nicht das Programm. Bist dabei? Das ist ein Chat. Du musst wissen, was das Wort bedeutet. Dann wirst du feststellen, ein Programm ist etwas, was gar nicht in Erscheinung treten kann, als Ding an sich. Das habe ich so oft erklärt. Ein Programm ist was Eigenartiges. Es ist weder eine Erscheinung, noch ist es eine Energie, ein Geist, der das in Bewegung setzt. Das Programm als Ding an sich hat keine Energie, die wo was machen könnte. Es ist aber auch nichts, was als Ding an sich in Erscheinung treten kann. Das habe ich so oft gesagt. Du musst wissen, wenn du versuchst, was ist ein Programm, dann kannst du Worte benutzen. Also das Programm ist mit Sicherheit nicht das Gefäß, wo das Programm drin ist. Es ist weder eine DVD, noch ist es ein USB-Stick, noch ist es eine Datei. Eine Datei ist kein Programm. Es sind auch nicht auf der DVD die Bündchen und Strichchen oder die Einsen und die Nullen auf dem Ufer, als reiner Binärcode. Das Programm ist ein Regel- und ein Datenkomplex. Das sind aber jetzt Worte. Die Worte Regel- und Datenkomplex sind kein Programm. Es kann gewusst werden, was das Programm ist. Aber ein Programm kann als Einzel, als Ganzes nicht in Erscheinung treten. Es können Facetten aus dem Programm entspringen. Das heißt, wenn du einen Film anschaust, kann man Einzelbilder rausrechnen. Das macht das Programm. Ich kann wissen, was ein Programm macht, aber das Programm als Ganzes kannst du nicht sehen. Du Das kannst ist nur wissen, was es ist. Das ist eigentlich wieder wie unsere Küche. Ja, genau, ja, das ist Das ist ein klar, Chat. ja. Und jetzt musst du unterscheiden, tritt was in Erscheinung, existiert etwas, was wahrnehmbar ist. Das ist die eine Seite blau. Die andere Seite rot ist der nicht denkbare Geist, der das wahrnimmt. Und das Programm ist keins von beiden. Ein Programm kann nichts wahrnehmen und kann nicht in Erscheinung treten. Ja, absolut, ja. Okay? Das ist der Vermittler zwischen diesen zwei Seiten. Das ist ein rein, ein, wie wenn ich mir jetzt eine Verbindung denke von etwas, an Zusammenhang, in Analogie. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das sind Worte, die ich spreche. Der Sinn, den ich jetzt weiß, du kannst so lange lügen und betrügen, aber irgendwann kommt es raus. Ist was ganz was anders. Die Metapher ist die Verbindung zwischen diesen zwei Teilen. Zwischen den Geräuschen, dem gesprochenen Wort und dem Verstandenen. Man muss sehr, sehr genau werden. Und das ist jetzt die Frage, habe ich Entscheidungsfreiheit? Da musst du dich zuerst einmal fragen, jetzt als Geist, der sich darüber Gedanken macht, was verstehe ich unter ich? Verstehe ich unter ich jetzt in deinem Fall den Dom?
Das ist ein Gedanke. Ein Gedanke hat keine Entscheidungsfreiheit. Er ist einfach nur, wenn er gedacht wird. Ja. Die Ursache für den Gedanken ist der Mensch, das Programm. Das Programm hat auch keine Entscheidungsfreiheit. Erinnere dich, wenn ich immer wieder sage, wir denken unseren Computer, der Computer bzw. das Betriebssystem, das Programm, hat keinen Einfluss darauf, ob das ein Update kriegt oder ein Virus kriegt. Eine höhere Macht über dem Betriebssystem oder dem Programm stehend macht eine Programmänderung und das Programm wird dann so verändert, es hat, kann sich das nicht raussuchen und wird dann je nach Programmänderung anders agieren. So, und jetzt kommen wir zu dem wirklichen Geist, der jetzt zu verstehen anfängt, was die Gedanken bedeuten, die in ihnen auftauchen. Der ist jetzt in dem Moment natürlich auch was Ausgedachtes. Das musst du jetzt bewusst sein. Der ist eigentlich, wo ich immer wieder sage, das ist derjenige, der sich jetzt selber als einen träumenden Geist setzt. In dem Moment ist ja derjenige, der sich als einen träumenden Geist setzt, was Ausgedachtes. Aber den kleinen Kompromiss, das musst du verstehen. Es gibt keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form sich vorzustellen, ohne dass man das zu einer existierenden Erscheinung in dem macht, von dem wir reden. Ja. Wie sagt der Udo immer wieder so schön, wenn ich dir zum Beispiel jetzt das Wort, den Zustand Stille beschreiben will, muss ich an das Wort Stille denken und das ist schon ein Geräusch. Ja. Ich sage, das, was ich dir versuche zu erklären, wird durch jedes Wort, das ich ausspreche, zerstört. Ich versuche dir zu erklären, was du selber bist. Jetzt erinnere dich an das letzte Selbstgespräch, wo ich ganz, ganz definitiv sage, du musst letzten Endes irgendwann einmal akzeptieren, dass du ewig bist. Und die Ewigkeit, die Kategorie 1 Fragen, die Kategorie 2 und die 3 Fragen. Du wirst niemals erfahren, was du selbst bist mit Fragen der Kategorie 1 und der Kategorie 2. Das wirst du nie erfahren, weil die Kategorie 1 Fragen sind Fragen nach existierenden Dingen und die Kategorie 2 Fragen sind Fragen nach einer Einseitigkeit. Ist es richtig oder ist es verkehrt? Das heilige Ganze wirst du mit diesen Fragen nie zu verstehen beginnen. All das, was dich aufwühlt, schon dir diese Fragen zu stellen, ist ein klarer Zustand von Unzufriedenheit. Aber das war übrigens jetzt, habe ich Entscheidungsfreiheit, war eine Kategorie 2 Frage. Weil du wolltest jetzt von mir entweder ein Ja oder ein Nein hören. Ja. Und der das nur beobachtet, das ist das Schöne, der ist eigentlich die Nulllinie, aus dem das entspringt, was er sich denkt. Das aus der Nulllinie, aus dem absoluten Nichts, was entspringt, erfordert ein Programm. Das Indivisionalbewusstsein, DI, die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen. Und eine Division ist eine Teilung. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ein Geist zum Denken anfängt, jetzt machen wir natürlich schon wieder einen Boom, einen Zeitpunkt, das ist immer jetzt, das hat er nie begonnen und wird nie aufhören, weil es ihm immer ist. Im Meer passiert, wenn Wellen aufgeschmissen werden. Die Frage, wann hat das Meer das erste Mal eine Welle aufgeschmissen, erfordert schon wieder die Antwort auf einen irgendeinen vergangenen Zeitpunkt. Ja. Du hast die chronologische Zeit nicht überwunden. Es passiert jetzt. Also schau, was jetzt ist und du wirst feststellen, du hast einen ständigen Wechsel von Gedanken. Du wirst ein bisschen alle Ewigkeit nicht abstellen können. Also den ich jetzt das erzähle. Du wirst dann auch begreifen, dass es nie begonnen hat. Es war schon immer. Du durchläufst diese Zonen und immer wieder, wenn du wieder, wenn du die Bücher wechselst zum Beispiel, in dem Chatbereich, hast du das Gefühl, immer wieder wer anders zu sein. Aber das ist ja selbst in diesen 3x3 Wachstumsstufen schon der Fall, wo du es überschauen könntest. Weil wenn du dich als Kind empfindest, empfindest du dich anders, wie wenn du dich als Jugendlichen empfindest. Ja. Jetzt kannst du dich natürlich nicht gleichzeitig so oder so empfinden, so wenig wie du im selben Moment gleichzeitig in deine Küche reinschauen kannst und ins Wohnzimmer reinschauen kannst. Wobei du niemals in die Küche hineinschaust oder ins Wohnzimmer hineinschaust, sondern du bist immer der Mittelpunkt und du baust um dich herum diese Räume auf.
wenn du jetzt sagst, jetzt denke ich mir um mich herum meinen Kopf, dann hast du vor dir die Augen, ober dir die Haare, 45 Grad nach unten das Kinn oder den Mund, immer vom Mittelpunkt aus sehend. Mhm. Und in dem Moment, wo du dir jetzt das Z im Meer, das Zimmer um dich herum denkst und du sagst, das ist meine Küche, dann hast du vor dir das und du weißt genau, hinter mir steht das und rechts ist das. Du drehst dich immer nur die Perspektiven, wo du schaust, immer aus der Mitte heraus. Mhm. Und in dem Moment, wo du sagst, jetzt bin ich in meinem Wohnzimmer, mhm. tauschst du praktisch nur, du bist trotzdem der Mittelpunkt. Du kommst aus der Mitte nicht raus. Mhm. Ja, ja. Du kommst aus dieser Mitte nicht heraus. Das ist, denk an den Bleinfeld-Vortrag. Mhm. Dieses Zentrum. Alles andere um dich herum sind Spiegelungen, die du immer, je nach Schichten, wie weit du dich wegdenkst in diesem Tetraeder, immer wieder um dich herum aufbaust oder dich angeblich woanders hinsetzt. Nee, du veränderst nur deine Information. Ja. Das ist eine absolut präzise Beschreibung, was ich jetzt gegeben habe. Ja. Und jetzt immer dran denken, dieser Mittelpunkt, den wir uns jetzt denken, ist schon wieder was Ausgedachtes. Der kann nicht der Mittelpunkt sein, weil der schon wieder eine Vorstellung ist. Der ist wieder, ja, genau. Es ist nicht schwer, es erfordert Geist und nicht Intellekt. Mhm. Mit Intellekt kommst du keinen Schritt weiter. Ja, durch den habe ich mich jetzt immer wieder überraschen lassen. Wenn du jetzt sagst, ich bin der Dom oder wer du auch immer bist, das ist das Eigenartige, dass dieser Dom jetzt was Ausgedachtes ist. Aber du denkst ja, ich könnte jetzt sagen, du denkst ja auch an dich, wenn du glaubst, nicht der Dom zu sein. Dann bist du jetzt der, der vom Computer sitzt, der sich hier die zwei Pickelmännchen anschaut. Ja. Den Dom und den kleinen Udo da oben rechts in der Ecke. Mhm. Und vollkommen real empfindest du dich jetzt deinen Körper, wenn du glaubst, du bist der, der jetzt vorm Computer sitzt. Die Namen sind jetzt austauschbar. Mhm. Das ist der große Unterschied. Wenn ich immer und immer wiederhole, meine Botschaft richtet sich an den, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Und je nachdem, wer du zu sein glaubst, du hörst jetzt Geräusche, wenn diese Geräusche in dir Vorstellungen aufwerfen. Mit Holofeeling wirst du jetzt immer mehr verstehen, was ich versuche auszudrücken. Mhm. Du kannst so hochgebildet sein, wie du willst. Wenn du die Vordersprache oder die Grundlagen nicht hast, dann ist jetzt das irgendwie ganz komisches Geschwätz, als wenn wir besoffen wären. Mhm. Wo das eine ganz, ganz klare, präzise Sprache ist. Ja. Und das musst du immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. Nicht sagen, jetzt erzählt er wieder dasselbe. Das ist ja viele Kleinigkeiten. Ich habe gestern in dem Chat das kleine Update reingestellt, diesen Filmausschnitt von Dark. Mhm. Wo es dann hier dieses Zeitreitenproblem, das Großvaterproblem, das ist übrigens auch wieder, ist schon wieder ein Quadrat mit drei Strichen zeichnet. Wo er sagt, hier, der geht er dann in die Vergangenheit und dann sagt er, wenn du jetzt den zurücknimmst wieder, dann wird der Dene treffen und dann wird deine Eltern nicht heiraten und dann wirst du nicht geboren, dann wird es dich gar nicht geben, dann löscht du deine eigene Existenz aus. Mhm. Wenn man den Film kennt, in einfachen Sachen, durch ein Zeitloch wird ein kleiner Junge in die Vergangenheit 33 Jahre nach vorne geschleudert, jetzt ausgedachterweise, ja, kommt nicht mehr zurück, dann, ich jetzt ohne auf die Geschichte einzugehen, ich sage jetzt einfach einmal hier, sein Bruder folgt ihm, der findet dieses Zeitloch und will ihn wieder zurückholen. Mhm. Jetzt ist aber das Problem, dass dieser kleine Junge, der auf der Oberebene jetzt in der Geschichte sein Bruder ist, der lernt jetzt eine Frau kennen, nämlich seine Mutter kennen, das ist ja 33 Jahre vorher. Mhm. Und er sagt, wenn du jetzt den zurückholst, dann hat er nie deine Mutter geheiratet und dann löscht du dich aus, weil es dich nicht gibt. Und das ist das Problem im zeitlichen Denken. Das ist nicht die einzige Falle. Selbstverständlich bist du in der Lage, durch Raum und Zeit zu reisen. Was meinst du, was der Udo macht? Du musst bloß einmal begriffen haben, verstanden haben, wer du bist. Du bist niemals geboren worden. Mhm. Dem ich das jetzt erzähle, diesem Geist, du bist niemals geboren worden. Das ist der Trugschluss durch diese Verwechslung mit einem Gedanken von dir, in das du hineinfällst. Mhm. Du bist ewig ohne Anfang und Ende. Wann hast du zum Denken angefangen? Jetzt. Das ist eine Frage nicht der Kategorie 2. Mhm. Entschuldigung, der Kategorie 1. Wenn du jetzt meinst, ich will von dir irgendeinen vergangenen Punkt, wo du zum Denken angefangen hast, wäre es eine Frage der Kategorie 1. Mhm. Ja. Ich frage dich, wann hast du zum Denken angefangen? Das ist eine Frage der Kategorie 3. Mhm. Jetzt.
Jeden Moment jetzt, jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Ich kann das nicht oft genug betonen. Meine Definition von 100% sicher weicht komplett ab von all dem religiösen, esoterischen Geschwätz, die glauben, das, was sie vom Hören sagen können, ist hundertprozentig sicher, obwohl es Geschwätz vom Zweiten ist, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Es erfordert blinden Glauben. Das, was ich sage, erfordert keinen blinden Glauben. Schau einfach, was in dir passiert. So, und jetzt sage ich Mond. Wo war der die ganze Zeit? Der war nicht da, das ist ein Geräusch. Ja. Das Wort Mond löst in dir jetzt eine Vorstellung aus. Wo ist der jetzt? Kategorie 3 Frage sagt hier, in meinem Kopf, weil ich ihn denke. Genau. Kategorie 1 würde dir jetzt die Antwort geben, hier irgendwo da am Himmel oben. Dann sage ich, zeig ihn mir. Ja, den kann man jetzt nicht sehen, weil bla bla bla. Du wirst dir alles unheimlich logisch erklären mit deiner Gefängnislogik. Das ist das Problem. Diese Logik ist das Problem. Eine neue Logik ist wie ein neues Leben. Das ist Holofeeling. Ein ewiges Leben. Naja, absolut. Glaube ich, ich weiß, wovon ich spreche. Und ich meine jetzt nicht den Udo. Ich wiederhole nochmal. Ich bin wesentlich mehr du, das heißt der, der mich jetzt sprechen hört, wie der, der spricht. Weil der, der spricht, ist bloß ein Lautsprecher. Jetzt. Hundertprozentig sicher hörst du jetzt einen Lautsprecher zu. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht die Deppen, die vor Monitoren sitzen, wo sie Programme reingeschrieben haben und dann auf dem Monitor irgendwas bewundern und meinen, das ist irgendwas anders wie das, was sie sehen. Ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht mehr seht. Und das musste ja einmal klar und deutlich ausgesprochen werden. Ja, absolut, ja. Okay, Dom, lass mal's gut sein. Spiel noch eine Runde, Dom. Ich danke dir, Udo. Ich wünsche dir was. Ciao. Bis demnächst. Ciao.